Liebe Fußballfans, wir fangen mal an mit einem Thema, das immer wieder diskutiert wird. Das Thema, über das der Herr und Frau Schweizer nicht gerne reden, das Liebe, Liebe, Geld. Benny Fuchs, wir haben gesehen, der FC Seefeld ist ein Beispiel, aber auch der FC Küsnacht, die ein bisschen zurückgekommen sind zu ihren Wurzeln, weg vom Zahlen, sagen wir jetzt mal vorsichtig. Wie siehst du das? Ist das ein Trend oder sind das zuerst einmal lediglich Einzelfälle, die da aufgekommen sind? Ja, ich glaube, die Frage ist, wie hat sich das entwickelt, der Fußball, in den letzten 3-4 Jahren? Und ich glaube, man kann schon feststellen, dass die Zweitliga Inter, Erstliga, Promotion League, das Niveau generell höher ist. Vor allem an der Spitze muss man einfach sehen, dass das Niveau, wenn man will, an der Spitze mithalten will, wesentlich höher ist als noch vor ein paar Jahren. Und die Vereine, die in diesen Ligen sind, die sind ein bisschen konfrontiert, ja, was machen wir in dieser Situation? Will man vorne können mitspielen können, dann braucht man eine enorme Qualität im Kader. Und die Frage ist, woher kommen die Spieler? Und dann ist klar, da gibt es einen gewissen Markt von Spielern, die das Niveau haben und die kosten ein bisschen Geld. Auf der anderen Seite ist die Frage, als Verein, habe ich die Mittel, bin ich bereit, die Mittel einzusetzen? Und wenn ich es eben nicht mache, bin ich in dieser vermutlich leicht frustrierenden Situation, dass dann praktisch nur noch irgendwo Platz 5 bis 10 möglich ist. Und da sagt man sich dann vielleicht auch, ja mein Gott, es kostet ja gleich noch relativ viel Geld und so richtig vorne mitspielen können wir nicht. Ist es nicht viel gescheiter, wir spielen ein, zwei Ligen tiefer, wo man dann wirklich mit viel weniger Geld und mit eigenen Junioren und so weiter können spielen. Ich denke, das ist ein bisschen die Situation. Die Share geht einfach auseinander und da ist die Frage für jeden Verein, in welche Richtung will ich gehen oder kann ich gehen und so weiter. Es gibt ja doch auch die Vereine, die stolz behaupten oder sagen, dass sie nicht zahlen oder wenig, wie zum Beispiel so jetzt kommt Hönk. Ja, genau. Glaubst du, ich meine, du hast ja gegen die jüngste Mal gespielt, du kennst sicher auch verschiedene Spieler, die dort über Jahre gespielt haben. Glaubst du, das ist das so? Ja, es ist mega schwierig. Also, ob jetzt irgendwie der eine Spieler, der wie Duck doch wahrscheinlich 2-3 Franken verdient hat, nachher gratis bei Solzach spielt, ich weiss es nicht. Sie sagen es. Es wird. Ich will mich da nicht irgendwie zu fest aus dem Fenster lehnen, aber ich finde es gleich. Schön, dass irgendwo durch Vereine wie der FC Solzach, wie auch Hönk, sich in der ersten Liga können behaupten und nicht irgendwo, ich meine klar, sie sind irgendwo im Mittelfeld platziert, aber sie sind nicht hinten am Schwanz und das zeigt, dass eben das Geld allein, der Name allein von einem Spieler einfach noch nicht Punkte bringt. Klar, man kann sich die ganz guten zusammenkaufen und dann ist man logischerweise vorne dabei, aber auch dort gibt es gerade in der ersten Liga genug Beispiele. wo es eigentlich nicht so funktioniert, wie man das vielleicht Anfang der Saison erwartet hat. Ja, wohin geht der Weg für euch, wenn man vom Geld redet? Eben, jetzt haben wir gesagt, wir hatten die Fälle gehabt, Seefeld und Küsnacht, wo vielleicht vor allem Seefeld ein extremer Fall, von der ersten Liga in die zweite Liga gewechselt hat durch das auch. Wohin führt der Weg in Zukunft, in den nächsten paar Jahren, was das Geld angeht im Fußball? Also, ja, ich finde es erstaunlich, dass man bei Seefeld den Weg so eingeschlagen hat. Das hat sicher auch den einen oder anderen überrascht. Ich denke halt einfach, in Zürich, in der Region, hat Seefeld nicht mehr Begeisterung für den Fußball, ob man jetzt in der ersten Liga spielt oder in der zweiten Liga, sondern ich sehe es eigentlich für den Verein einen guten Schritt, dass man wieder Derbys hat gegen Küsnacht jetzt oder ich sage jetzt mal Männedorf, das ist ja praktisch auch auf der gleichen Seeseite. Ich glaube, es war ein guter Entscheid gewesen, einmal ein Zeichen setzen, aber Seefeld muss sich ganz klar die Konsequenzen bewusst sein, dass man nicht mehr erfolgreich in der ersten Liga ist und das muss man halt einfach auch so kommunizieren und dann ist das, sind alle happy. Also. Manuel Gasser, du hast jahrelang auf Spitzen-Amateurniveau gespielt. Hand aufs Herz, welche Rolle hat denn das Geld gespielt? Hat dich das Geld ein Stück weit auf diesem Level behalten? 0,0. Also das ist wirklich, wir haben es vorhin kurz angetönt. Ich war immer in Vereinen, die am Anfang gar nichts gezahlt haben. Dann haben wir mit Punkteprämie mal angefangen. Gut, Redstar hat natürlich das Geld vom Taraschei. Richtig, genau. nein, es ist wirklich so, also, es war bei Horgen, bei Redstar sowieso. Für mich persönlich ist das Geld nie im Vordergrund gestanden. Und
auch ein Grund gewesen, dass ich dort zum Beispiel jetzt zuletzt da bin. Weil Typen, und das kann ich jetzt doch irgendwie nach 20 Jahren aktiv Fußball sagen, sind einfach schon anders in einem Team, wo das Geld keine Rolle spielt, als dort, wo es halt eine Rolle spielt. Das ist jetzt Redstone. Du bist ja bei Talwil gewesen. Wie funktioniert das Konstrukt? Kannst du da vielleicht etwas sagen? Das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Sie arbeiten auch mit Punkteprämien, also daher, die sind einfach noch ein bisschen höher.